Komm mit mir, lass uns Deutsch üben. ABC Deutschland. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Sicher. Lassen Sie mich überprüfen, welche Zimmer verfügbar sind. Sicher. Lassen Sie mich überprüfen, welche Zimmer verfügbar sind. Benötigen Sie ein Zimmer mit einem oder zwei Betten? Benötigen Sie ein Zimmer mit einem oder zwei Betten? Wir möchten gerne ein Einzelzimmer. Wir möchten gerne ein Einzelzimmer. Es sieht so aus, als hätten wir mehrere Zimmer zur Verfügung. Es sieht so aus, als hätten wir mehrere Zimmer zur Verfügung. Möchten Sie ein Zimmer mit Balkon? Möchten Sie ein Zimmer mit Balkon? Ein Einzelzimmer ohne Balkon wird unseren Bedürfnissen gerecht. Ein Einzelzimmer ohne Balkon wird unseren Bedürfnissen gerecht. Ich habe auf Ihrer Website gesehen, dass Sie einen Pool und einen Fitnessraum haben. Ich habe auf Ihrer Website gesehen, dass Sie einen Pool und einen Fitnessraum haben. Ja, wir haben auch eine Sauna. Ja, wir haben auch eine Sauna. Sind diese Einrichtungen für alle Hotelgäste verfügbar? Sind diese Einrichtungen für alle Hotelgäste verfügbar? Ja, alle Hotelgäste haben Zugang zu diesen Einrichtungen. Ja, alle Hotelgäste haben Zugang zu diesen Einrichtungen. Wie lange möchten Sie bleiben? Wie lange möchten Sie bleiben? Zwei Nächte. Was kostet ein Einzelzimmer? Zwei Nächte. Was kostet ein Einzelzimmer? Das Zimmer kostet 65 Euro pro Nacht. Das Zimmer kostet 65 Euro pro Nacht. Mit Frühstück? Mit Frühstück? Nein, der Preis ist ohne Frühstück. Das Frühstück kostet 20 Euro extra.
Nein, der Preis ist ohne Frühstück. Das Frühstück kostet 20 Euro extra. Oh, das ist teuer. Oh, das ist teuer. Hat das Zimmer einen Internetanschluss? Hat das Zimmer einen Internetanschluss? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und einen Fernseher. Und einen Fernseher. Eine Klimaanlage und eine kleine Minibar. Eine Klimaanlage und eine kleine Minibar. Gibt es auch ein Hotelrestaurant? Gibt es auch ein Hotelrestaurant? Ja, wir haben ein Restaurant vor Ort, das auch Mittags- und Abendessen serviert. Ja, wir haben ein Restaurant vor Ort, das auch Mittags- und Abendessen serviert. Das ist super. Das ist super. Diese Mahlzeiten sind jedoch nicht in Ihren Unterkunftsgebühren enthalten. Diese Mahlzeiten sind jedoch nicht in Ihren Unterkunftsgebühren enthalten. Okay, das ist in Ordnung. Okay, das ist in Ordnung. Das ist ein italienisches Restaurant. Das ist ein italienisches Restaurant. Wir lieben italienisches Essen. Wir lieben italienisches Essen. So, ich brauche noch Ihre Adresse. So, ich brauche noch Ihre Adresse. Hauptstraße 25 in Marburg. Hauptstraße 25 in Marburg. Wie lautet Ihre Postleitzahl? Wie lautet Ihre Postleitzahl? 35037. Dankeschön. Zahlen Sie mit Kreditkarte oder Bar? Dankeschön. Zahlen Sie mit Kreditkarte oder Bar? Wir zahlen lieber mit Kreditkarte. Wir zahlen lieber mit Kreditkarte. Hier sind Ihre Zimmerschlüssel. Hier sind Ihre Zimmerschlüssel. Sie können die Treppe oder den Aufzug benutzen. Sie können die Treppe oder den Aufzug benutzen. Ihr Zimmer befindet sich im dritten Stock. Ihr Zimmer befindet sich
im dritten Stock. Es hat auch Fernsicht zum Meer. Es hat auch Fernsicht zum Meer. Wow, hört sich toll an. Wow, hört sich toll an. Ihre Zimmernummer ist die 405. Ihre Zimmernummer ist die 405. Wenn Sie etwas benötigen, rufen Sie die Nummer 300 an. Wenn Sie etwas benötigen, rufen Sie die Nummer 300 an. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Schönen Aufenthalt. Schönen Aufenthalt. Dankeschön. 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 Sei Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. Tschüss.